Zu Jericho gibt es ein Buch von einem israelitischen Archäologen, Finkelstein heißt der. Vielleicht kennst du das Buch, Keine Posaunen vor Jericho. Das ist sehr populär, aber ob es richtig ist, weiß man nicht. Da gibt es einen anderen Mann, David Rohl heißt der. Der schreibt nur in Englisch, aber er ist Ägyptologe und er kommt zu ganz anderen Daten. Er kommt zum Ergebnis, dass das ungefähr 200 Jahre früher alles passiert ist, weil auch der Auszug aus Ägypten um 1450 vor Christus war. Und dann waren die um 1400 in Jericho. Und jetzt musst du dir überlegen und prüfen, wer von den beiden hat denn recht. Und das kann man dir nicht abnehmen.